Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Madness Death Wish 2. Wir starten mal ganz normal. Und stellen fest, oh mein Gott, was geht hier eigentlich ab? Erinnert ein bisschen an ein Spiel, was wir diesen Monat schon hatten. Das hier hat aber in der Tat eine, naja, Geschichte, ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber es hat auf jeden Fall ein bisschen mehr. Es hat nämlich nicht nur diverse Cartoon-Männchen und Waffen, sondern auch Level-Ups und Upgrades. Und in der Tat schon, naja, eine minimale Geschichte, möchte ich sagen. So, außerdem gibt's Perks. Hurra, da hätte ich, was hätte ich denn ganz gerne? Let's you slowly regain health. Ja, das finde ich super. Nehmen wir mit. Ich finde die Bilderauswahl im Hintergrund auch sehr schön. Würde ich mir auch sofort in meinen Flur hängen. So, zwei Perk Points. Dann nehmen wir doch mal Walk Faster. Was ist das hier? 10% Schadensreduktion. Finde ich super. Nehmen wir auch mit. Können wir hier noch was machen? Haben wir Geld für irgendwas? Nein. Okay, wir können uns einen besseren Helm kaufen, aber da spare ich lieber auf eine bessere Waffe. Außerdem gibt es noch die sogenannten Death Wishes, die muss man aber erst freischalten. Auch der... Oh, Hupen. Draw me like one of your stick figure girls. So, so, verstehe. Auch das sind Bilder, die ich mir unbedingt in den Flur hängen müsste. Dann returns 50% of the enemy damage back to themselves. Nee, eigentlich will ich ja gar nicht getroffen werden. Killing enemies grants 10% more experience. Yep, gekauft. So, und jetzt haben wir über 1000 Monies, das heißt, wir können uns eine bessere Waffe kaufen. Auch das ist ein Bild, was ich mir vielleicht sogar übers Bett hängen würde. Oder über den Schreibtisch. Oder beides. Groß genug wäre es ja. So, was kosten die Shotgun eigentlich? 2000, nee, 1500. Okay, das wäre mal eine Überlegung wert. Was haben wir hier noch so für Perks? Shaq-Fu, Iron Fist, nee. Faustkampf ist total raus. Ach, ich habe auch überhaupt keine Punkte. Ich dachte gerade schon so, hä, warum kann ich überhaupt nichts lernen? Aber ich habe auch überhaupt keine Perk-Punkte. Dann ist auch klar, dass ich nichts lernen kann. Wie im richtigen Leben. Wenn man keine Punkte über hat, kann man nichts lernen. Das ist eine super Entschuldigung, die könnt ihr euren Eltern gerne mal geben. Tut mir leid, ich kann heute nicht lernen. Ich habe keine Punkte mehr über. Klare Sache.
irgendwie kann ich doch eigentlich auch in den Faustkampf gehen. Wenn ich nicht hier gleich tot bin. Gerade noch mal so überlebt. Kann ich hier nicht irgendwie punchen? Nein, offensichtlich nicht. So, jetzt habe ich hier aber wieder einen Punkt. Ach so, dann muss ich wahrscheinlich das lernen, ne? Dann setze ich da mal einen Punkt rein. Und wir starten mit vollen Hitpoints ins nächste Level. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Machen, wie viel Schaden? Alter! Jetzt mal nicht 50 Schaden machen? Unfassbar. So, dann hätte ich ganz gerne... Hitting enemy legs will slow them down. Ja, gekauft. Außerdem hätte ich jetzt ganz gerne die Shotgun. Und... Was kostet denn der Helm? 2,5. Na, da sparen wir noch ein bisschen. Wie die einfach wegplatzen. Grandios. Ja, Shotgun gewinnt definitiv. So, Headshot. Hitting enemy in the head will increase the chance of getting a critical hit. Finde ich auch super. Schön, dass man ihnen die Shotgun quasi schon ins Gesicht stecken kann. Wir sind endlich aus dem hässlichen Gebäude raus. So, das Level hätten wir auch. Dann gucken wir hier nochmal, was es hier Feines gibt. Add 50 points to your health. Use S to block. Nein. Blood will go apeshit and spray like crazy. Adds 10% damage to all weapons. Finde ich super. Außerdem können wir uns diesen übertriebenen Helm kaufen. Was kostet das Ding? 5000. Na, das dauert noch ein bisschen. Aber wir haben schon mal einen Helm, das ist, glaube ich, jetzt ganz gut. Wo auch die ersten Gegner mit Schusswaffen auftauchen, ist das definitiv praktisch. Verdammt. Hatte auf einen cooleren Effekt gehofft. Ich dachte, er platzt vielleicht einfach weg, so direkt mit dem ersten Schuss. Aber nun gut, man kann ja nicht alles haben. More accurate? Nee, brauche ich bei einer Shotgun nicht. Aber 20% damage against light armor targets? Ja. Nehmen wir mit.
Ja. Ich mag die Shotgun. Das war entspannt. Dann nehmen wir auch nochmal 25% mehr Schaden gegen Gegner mit, die nicht gepanzert sind. Am nächsten Level abholen wir uns dann hoffentlich noch das gegen schwer gepanzerte Gegner. Mit einem Jetpack angeflogen zu kommen und dann direkt eine Shotgun ins Gesicht zu kriegen, ist, glaube ich, auch nicht so angenehm. Oder Shotgun in die Eier ist, naja, das soll nicht mein Problem sein. Verdammt, da fehlt noch ein bisschen, aber nicht mehr viel. So, was macht der Kram hier eigentlich alles? Nehmen wir auch nochmal mit. Gegen stärkere Gegner können wir uns, glaube ich, auch nochmal schenken. Ah. Die kriegen nämlich auch so ganz gut auf die Fresse. Reicht das hier auch für die vierte Rüstung? Da sind wir doch jetzt eigentlich schon mal voll dabei. Ich mag das Kino im Hintergrund. Ah, sehr schön. Können wir? Nein, können wir immer noch nicht. Schade. Dann machen wir mal weiter. Den Typen im Hintergrund kann man übrigens leider nicht erschießen. Zumindest habe ich, wenn es gehen sollte, noch nicht rausgefunden, wie. Auch auf den Stromkasten schießen bringt übrigens leider nichts. Immer noch kein Level up, unfassbar. Bescheuert. Gott. Zombies. Ein Traum.
Ich glaube, viel mehr muss man zu diesem Spiel auch nicht sagen. Wenn ihr ein bisschen Bock auf Rumballern habt und wenn ihr das Ende sehen wollt, das ist nämlich gar nicht mehr so wahnsinnig weit hin. Ich will es jetzt aber eben auch noch nicht verraten. Von daher, wenn ihr es sehen wollt, klickt unten in die Videobeschreibung. Ansonsten angenehmen Tag noch, vielen Dank fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.